Ja, liebe Leute, ich habe diesen Ort gefunden und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir machen heute weiter mit der Quest, beziehungsweise mit dem nächsten Weg. Wir wollen ja den Feldwebel des Barons, dass du Juma mitnehmen willst, das wollen wir auf jeden Fall sagen, das machen wir auch. Hier waren wir ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Ganz am Anfang mal im Let's Play waren wir hier mal. Na, könnt ihr euch wahrscheinlich auch daran erinnern. Das ist ja schon eine Weile. Wir sind ja jetzt schon. Ich glaube, das ist jetzt die 70. Folge. Kann das sein? Ich glaube, das müsste jetzt die 70. Folge jetzt hier online gehen, gerade wenn die Folge hier rauskommt. Ja, wir haben eine ganze Weile jetzt gesucht, bisher wir den richtigen Punkt gefunden haben. Es hätte euch schon einige schneller gehen können. Ja, das hat dein Kollege eben auch schon gesagt. Oh, Moment, wir haben ja das bekommen, wir haben ein Schwertchen bekommen. Aber ja, uninteressant. Ja, und die Reise nach Skellige, die war tatsächlich für den Arsch. Wir wissen, dass Ciri nicht da war. Wir sind mittlerweile übrigens Level 15. Und wir treffen uns wieder auf den Baron. Moin. Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Für ihn. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Na, also geht doch. So, dann holen wir uns das Dingen. So, wir durften ja nicht durch das. Schade, ich hätte gerne noch auf den Boden treffen können. Wir hätten jetzt tatsächlich gerne einen Gegner mal gehabt. Aber irgendwie will er nicht. Sag dem Stallmeister, da müssen wir hin. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann What? Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Such dir mal einen Zeitvertreib. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Doch, mach bitte! Die Tür auf. Sofort. Schade, ich hätte sie gern gesehen. Wäre interessant bestimmt geworden. Was? Quest gescheitert? Hey, kleiner Mann. Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kaer'morhen bringen. Na? Komm schon. Und haben sie immer noch der Kopf des Greifen da dran. Was zum... Schluss mit dem Unsinn. Gehen wir. Der war nur an der Ratte da interessiert.
Der war nur an dieser Ratte interessiert. Mal wieder ein etwas längerer Ladebildschirm. Aber es geht halt weiter. Oh, oh. Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtrösser. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Pechwin. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysimar. Nö. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Doch. Na schön, zeig den Weg. Oh, schade. Ich dachte, es gibt noch Fetzerei. Einige nützliche Tipps, die gerade noch eingeblendet werden. Und die dritte Armee fällt von Westen ein. Vysimar, einen Tag später. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglian fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Jennifer. Kaiserliche Hoheit, Jennifer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Okay. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir drei solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. ...der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das... Vafail Elaine kept me fully. Gledif Dorn et Tneid Bundro Itne Iacus. Hat Rittersporn mir gesagt.
Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Das war keine Bitte, sondern ein Befehl, Geralt. Und ich rate dir, widersetz dich mir nicht. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. So, wie brechen wir den Fluch jetzt? Wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen, und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Ja, da wo wir eigentlich unsere Reise überhaupt gestartet haben. Kaer Morhen, eine Woche später. Ganz ruhig plötzlich. Schon gut. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Da war aber jemand nachlässig. Wenn der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und? Wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte Yennefer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Yen ist schon mal hier? Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert ohne das Kleinste, schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Ja, wo sind die denn alle hin? Wo sind denn alle?
Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Jen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Sowieso nicht. So, helft dir einfach, das Megaskop zu reparieren. Das machen wir doch. Und an diesem Punkt kann man sich auch erinnern. Ziemlich am Anfang erste Folge. Da stand doch dieser komische Fall, den wir nicht getroffen haben mit den Bomben angeblich und so. Ich kann mich erinnern, hier ging nämlich unsere Reise los. Hier ging das Let's Play los. Da war die kleine Siri noch da und klein. Und noch nicht so erwachsen, wie sie jetzt mittlerweile ist. Wir sind immer noch auf der Suche nach ihr. Gut. Eieiei, wir müssen ja ein ganz schönes Stück laufen. Genau. Habe ich nicht schwer gewundert, wenn die Tür nicht für uns aufgegangen wäre. Igitt läuft schon wieder aus. Verdammt. Mit dem müssen wir auch noch reden. Dann nehmen wir das direkt mit. Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Wodka? Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Das könnte aber Ciri sein auch, ne? Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Na schön, aber ich will mich auch nicht streiten. Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Klingt aber nicht so begeistert. Du bist nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Dann los. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Genau, aber wohl witzig. Die Folge war ziemlich witzig. Nein, Spaß beiseite, aber war okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind zur nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3 und dann gehen wir an die letzte Prüfung. Bis dahin und auf Wiedersehen bei... Ja, The Witcher 3. Genau, tschüss.